Der berühmte Jan Böhmermann hat eine Rede eines irgendwie gearteten Sozialdemokraten wiedergegeben, hier in diesem Video. Und die Fridays, wo es darum geht, eben, dass wir eben die ganze Wirtschaftsordnung menschenfreundlich machen können. Das Ganze ist extrem umständlich, unheimlich viele Einzelmaßnahmen und das ist einfach der falsche Weg. Das endet in riesigen Bürokratien und bringt am Ende nichts, denn der Kapitalismus wird immer stärker sein und alles wieder zum Ungunsten machen. Hier die Fridays for Future Köln schreiben hier auch wieder, sind gerade beim Streiken. Ich habe es heute nicht geschafft, zeitlich. Gemeinsam werden wir wieder laut sein, gemeinsam werden wir wieder unbequem sein und gemeinsam werden wir ein starkes Zeichen setzen gegen die Großkonzerne, die unsere Lebensgrundlagen noch immer hinter ihrem Profit anstellen. Ja, aber dafür gibt es nur eine Lösung, nämlich dazu muss man mit den Galileis, neuen Galileis zusammenarbeiten, mit den Scientists for Future 2, mit den dortigen mehr als 20 Professoren und Doktoren muss man halt zusammenarbeiten, sonst wird das nichts, ne? Und zwar, wir gucken uns das nochmal kurz an, wir googeln Scientists for Future 2 oder wir brauchen auch nur Teile zu googeln. Googeln hier so, dann gucken wir hier rein in die Homepage. Gehen hier auf Sammlung wichtiger Links, gehen nochmal auf erste Zwischenschritte. Und da habe ich ja gestern schon gezeigt, hier kurz, dass das A und O ist, warum hat Böhmermann Unrecht oder warum bringt das Böhmermann-Konzept nichts, weil es halt nur so geht, nämlich. Wenn ich, zum Beispiel spricht Böhmermann in diesem Text, den er da vorliest, davon, dass die Lieferketten auch in andere Länder, in die dritte Welt hinein sozusagen, kontrolliert werden sollen. Das wissen wir doch alles, dass das alles nicht funktioniert. Es wird trotzdem mit den schlimmsten Chemikalien, alles hergestellt und so weiter. Also so geht's nicht. Wenn ich zum Beispiel die Lieferkette, immerhin könnten wir direkt über die Wohlfühlnote, die ich in Zukunft bei jeder Bürger in Zukunft bei jeder Wahl abgibt oder häufiger abgibt und über die Gesundheitskostenerwartungskurve und die tatsächlichen Gesundheitskostendaten sozusagen jedes Bürgers, könnten wir also sozusagen, darüber können wir die Lebensmittelindustrie dazu bringen, dass sie sozusagen ja, alle ihre Zulieferer, auch aus anderen fernen Ländern eventuell, dazu bringt, alle Böden zu entgiften, überhaupt nicht mehr mit Gift zu arbeiten, was den Arbeitern auf den Feldern und so weiter extrem entgegenkäme, denn wenn der hier unser Rewe-Händler, unser Aldi, unser Alnatura-Händler und so weiter, wenn die sozusagen sagen, liebe Lieferanten, wenn wir auch nur noch eine Spur an Gift in unseren chemischen Tests finden, in den Produkten, die ihr uns liefert, in den landwirtschaftlichen Produkten, dann seid ihr raus. Dann wissen die, aha, die müssen vielleicht mit neuen pharmazeutischen Bodenentgiftungsmedikamenten ihre Böden wieder renaturieren, müssen alles naturgemäße Landwirtschaft machen. Und das würde schon riesig helfen, weil dann nicht mehr die ganzen Arbeiter auf den Feldern von den Giften vergiftet werden, die beim Anbau verwendet werden. Und so hätten wir dann tatsächlich einen Einfluss auf die Lieferketten. Aber entscheidend ist, dass wir hier in Deutschland damit beginnen, sozusagen mit unseren Wohlfühlnoten und mit unseren tatsächlichen Gesundheitskostendaten, dass wir selber der Herrscher über die Wirtschaft werden, dass die Wirtschaft uns dient. Wir haben die jungen Leute bei Fridays for Future gesagt, hier geschrieben.
dass die Großkonzerne gegen die Großkonzerne, die unsere Lebensgrundlagen noch immer hinter ihrem Profit anstellen. Das wird auch so bleiben. Ohne die Zusammenarbeit mit den neuen Galileis wird es immer so bleiben und auf Dauer so bleiben, weil nur die das können, ein Gesellschaftssystem so umzustellen, dass nicht mehr sozusagen unsere Lebensqualität, unser Wohlfühlen hinter den Gewinnen ansteht, sondern dass es über alle Gewinnausschüttungen entscheidet und damit werden wir mit unserer Wohlfühlnote und mit unseren tatsächlichen Gesundheitskosten zum Herrscher über die Wirtschaft. Und das ist der erste Schritt weg vom Kapitalismus und der würde das damit haben wir schon einen Großteil der schlimmsten Auswirkungen des Kapitalismus beendet dann, ja? Das wäre der erste Beendigungsschritt weg vom Kapitalismus. Ja, und so haben wir dann sozusagen, jetzt kommt noch die Frage, ja, was machen wir mit den anderen Ländern, wenn die zwar jetzt auf gesunden Böden produzieren, aber immer noch ist die Frage, dass es sich immer noch nicht zur Wohlfühlmaximierung und zur Gesundheitsmaximierung der anderen Länder auswirkt. Na, da gibt es nur eine Antwort. Da müssen halt die neuen Galileis dann auch die anderen Länder beraten und die müssen die Reformen genauso einführen, wie sie dann im Vorbild Deutschland ja gemacht wurden. Und dann haben wir auch in jedem Land der Erde irgendwann wirklich gute Verhältnisse, wo immer überall die Menschen über die Wirtschaft herrschen und nicht die Wirtschaft über die Menschen herrscht, was ja die Fridays for Future Schüler beklagt haben. Also alles, was Fridays for Future und Greta Thunberg je wollten, können nur die neuen Galileis, die Scientists for Future 2. Und wenn sie da nicht endlich irgendwann kooperieren, dann werden sie nichts bekommen. Dann wird der Kapitalismus einfach so weitergehen und wird über uns alle hinweg walzen, wie er es schon seit Ewigkeiten tut. So, jetzt können wir zum Schluss für heute noch mal ein bisschen hier reinlesen, damit sie mal ein Gefühl kriegt, wie reformieren. Ich überschreite mal die ersten grundsätzlichen Lösungen, sondern ich gehe mal auf die Stelle über die kleineren Lösungen. Nur, dass ihr mal ein Gefühl kriegt, was das bedeutet, wenn wir über die Wirtschaft herrschen und nicht die Wirtschaft über uns herrscht. Ich fange einfach nur mal ein bisschen an zu lesen. Bei den kleineren Lösungen, ich mache mal noch ein bisschen höher. Ach so, da geht das, glaube ich, höher. Na, zu viel. Bei den kleineren Lösungen werden die gleichen Prinzipien realisiert wie bei der großen Lösung. Ärzte und ihre Mitarbeiter, Alten- und oder Pflegeheimbetreiber und ihr Team, die Essensversorger und die Versicherten selber erhalten dann die maximale Belohnung, wenn ein Mitarbeiter eines Betriebes, eine versicherte Person, eine Seniorin überhaupt nicht krank wird oder wenigstens nicht kränker und etwas weniger, wenn doch jemand krank wird oder gar vorzeitig verstirbt. Was heißt das? Also das bedeutet, dass das Gehalt meines Hausarztes davon abhängt, dass er mir hilft, gar nicht erst krank zu werden, dass er mir eben diese Gesundheitskommune anbietet, in der ich lerne, gesund zu leben. Die gesamte Lebensstilmedizin bringt er mir bei und er hilft mir in jeder Hinsicht, Vitamin B12 oder D3 und so weiter, und hilft mir in jeder Hinsicht, kerngesund und glücklich zu bleiben. Und dafür kriegt er dann Geld. Also ich herrsche mit meiner Wohlfühlnote und mit meinen Gesundheitskostendaten über das Einkommen des Arztes, der Pharmaindustrie und so weiter. Und nicht mehr die Wirtschaft herrscht über mich. Ja? Ja, zum Beispiel, jetzt lese ich mal weiter. Zum Beispiel könnte jeweils ein Hausärzteteam oder Altenheimteam inklusive Zahnärzte plus Präventionsspezialisten aller Art mit einem der Lebensmittelhändler plus den umliegenden Kiosken, Betriebskantinen und Restaurants kooperieren und in den umliegenden Sporthallen einen eigenen Gesundheitssportverein betreiben, dem nach und nach Vorrang eingeräumt wird bei der Vergabe der Hallenzeiten.
Die Bundesregierung empfiehlt dann allen Bürgern, ihr Essen überwiegend aus dem Markt ihres Hausarztteams und den zugehörigen Restaurants und so weiter zu beziehen und zum Sport überwiegend in den Gesundheitssportverein ihres Hausarztteams zu gehen und sich die eventuelle, das ist eine Frage, ob man das überhaupt einführen sollte, und sich eine eventuelle Beitragsrückerstattung, Sonderbelohnung zu verdienen durch ein wenig Mithilfe bei ihrer eigenen Gesunderhaltung. Wobei, ja, also das bedeutet also sozusagen, da wird null Freiheit eingeschränkt, es wird nur eine Empfehlung ausgesprochen. Das heißt, ich kann machen, was ich will, ich bleibe völlig frei, ich kann allen Empfehlungen der Bundesregierung entgegenhandeln. Und trotzdem wird das funktionieren, weil einige der Leute sagen, ja, warum soll ich denn der Regierungsempfehlung entgegenhandeln, wenn es dazu führt, dass es noch zu noch präziserer Auswertung der Daten kommt und mein Hausarzt und mein Lebensmittelhändler mir noch gesündere Nahrung liefern und noch ein gesünderes Leben ermöglichen, warum soll ich dann nicht den Empfehlungen folgen? So. Und dann, dann hier zur Gesundheitskommune, das Hausärzte-Team veranstaltet in den Hallen plus Bürgerhäusern auch ihre kostenlosen, unterhaltsamen Gesundheitskurse für alle, die dieses Team als ihren Hausarzt gewählt haben. Die Versicherten, die sich dieses Team als Hausarzt gewählt hatten, stecken beim Einkauf oder Restaurant oder Gesundheitskurs oder Sportvereinsbesuch einfach ihre Versichertenkarte in ein kleines Lesegerät und werden ab dem Moment bevorzugt behandelt. Ihr Hausärzte-Team begleitet sie vielleicht in Gruppen und mit Mitwirkung des Marktes durch den Markt oder das Restaurant und sorgt dafür, dass sie, wenn sie das wollen, Freiheitsrecht überall, immer Freiheit über allem, maximal gesundheitsförderliches, leckeres Essen bekommen. Denn der Markt erzielt ja genauso wie das Restaurant nach der Reform wegen der Prämien den höchsten Gewinn dann, wenn die Versicherten gar nicht krank werden. Also, ich lasse es mal so gut sein für heute. Ihr müsst es also mal ganz gründlich selber studieren und lesen. Also auf der Unterseite hier, wie heißt sie nochmal, sanfte Zwischenschritte oder erste Zwischenschritte. Ich gehe nochmal zurück hier. Ich mache die hier nochmal zu. Also es war hier erste Zwischenschritte oder hier erste Zwischenschritte, da könnt ihr also schon mal konkret die ersten Zwischenschritte weg vom Kapitalismus und der sanften Zwischenschritte der Beendigung des Kapitalismus durchdenken und mal, aber versucht es nicht so genau zu verstehen, das ist was für Profis, die neuen Galileis, die Scientists for Future 2 wissen genau, wie sie all diese Reformen durchzuführen haben. Es geht also darum, dass wir zum Herrscher über die Wirtschaft werden und nicht, wie die Fridays for Future das ständig beklagen, dass die Wirtschaft über uns herrscht und über uns hinweggeht und über unsere Erde und über unsere über alles, was wir brauchen, um gesund zu leben, gnadenlos hinweggeht. Und das ist eben das Grundmerkmal des Kapitalismus. Das ist die Systemeigenschaft des Kapitalismus, dass er über Leichen geht, dass er über uns hinweggeht und dass er Gewinne erwirtschaftet auf Kosten der Gesundheit und des Lebens der Menschen. Und damit ist er sozusagen, der Kapitalismus ist der Feind der Menschheit. Also müssen wir ihn sanft und behutsam beenden. Ja, bis bald. Tschüssi.